rufe auf den Tagesordnungspunkt 17. Zweite und dritte Beratung des von den Fraktionen der CDU, CSU und SPD eingebrachten Gesetzentwurfs zur Änderung des Abgeordnetengesetzes, Einführung eines Ordnungsgeldes. Für die Aussprache ist eine Dauer von 30 Minuten beschlossen. Ich bitte zügig, die Plätze einzunehmen. Ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat der Kollege Schnieder für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Die Debatte heute hätten wir uns sicherlich gerne erspart. Stattdessen hätten wir uns inhaltlich mit Dingen beschäftigt, die unser Land voranbringen. Doch heute müssen wir das Parlament durch Einführung eines Ordnungsgeldes quasi vor seinen Abgeordneten schützen. Wir müssen sicherstellen, dass auch wir Abgeordnete unsere eigene Hausordnung achten. Es ist beschämend, dass wir das tun müssen, aber es hat Vorfälle gegeben, die uns veranlassen, dass wir auch gegen Abgeordnete bei Verstoß gegen die Hausordnung Sanktionen vorsehen müssen. Warum? Wir haben im letzten Jahr wiederholt erlebt, wie der Bundestag zur Kulisse und Plattform für politische Agitation wurde. Im November dann mit einer ganz neuen Qualität, mit offen bedrohender und einschüchternder Intention. Wir haben im November erlebt, wie Abgeordnete auf dem Weg zur Abstimmung fast körperlich bedrängt, bedroht und beleidigt wurden. Wir haben im Sommer aber auch erlebt, wie sogenannte Aktivisten rund um Abstimmungen den Bereich des Plenarsaals innen oder außen für Inszenierungen missbraucht haben. Das alles hätte es ohne die Mitwirkung von Abgeordneten nicht geben können. Möglich wurde das in dem einen Fall, weil Abgeordnete von ihrem Besucherprivileg Gebrauch gemacht haben und Störer in den Bundestag geholt haben. Und möglich wurde das in dem anderen Fall, weil Abgeordnete diese Störer teilweise aktiv unterstützt und verbotene Gegenstände eingeschleust haben. Man muss auch klar aussprechen, wer hier im Hause solche Aktionen unterstützt hat. Es waren Abgeordnete aus dem linken und vor allem aus dem ganz rechten Spektrum. Und deshalb wundert es auch nicht, dass weder die Linken noch die AfD dem Gesetzentwurf heute zustimmen werden. Sie werden beide ablehnen. Schon im Ausschuss standen sie bei dem Vorhaben inhaltlich eben dicht beieinander. Und dabei kann doch keiner gutheißen, was wir zuletzt erlebt haben. Seit November wissen wir, dass die AfD mit allen Möglichkeiten, die sich ihr bieten, den demokratischen Prozess in Deutschland sabotieren will. Sie möchte die Demokratie von innen aushöhlen und sie verächtlich machen. Sie haben sich die Maske vom Gesicht gerissen. Sie haben ihre Handlanger dafür, ganz offen Abgeordnete zu bedrängen, zu bedrohen und zu beleidigen. Und die AfD hat keine Skrupel, diesen Handlangern die Tür in den Bundestag zu öffnen. Und das werden wir eben, weil wir ein freies und offenes Parlament bleiben wollen und weil wir das nicht akzeptieren und weil wir Sanktionen dort einziehen, um zu zeigen, so geht das nicht. Wir werden deshalb hier Sanktionen vorsehen und Ordnungsgelder im Abgeordnetengesetz installieren. Wir führen ein Ordnungsgeld von 1.000 Euro bei einer nicht nur geringfügigen Verletzung der Hausordnung durch Abgeordnete ein. Und im Wiederholungsfall wird sich dieses Ordnungsgeld auf 2.000 Euro verdoppeln. Wir halten das für eine angemessene und spürbare Sanktion. Sie ist auch hinreichend bestimmt. Wir haben ja parallele Regelungen, vor allem für das, was hier im Plenarsaal gilt, wenn gegen Regeln hier in nicht nur geringfügiger Weise verstoßen wird, können Ordnungsgelder in ähnlicher Höhe oder in genau dieser Höhe verhängt werden. Wir haben auch die Höhe der Ordnungsgelder auf eindeutige Beträge festgeschrieben, sodass wir keinen Streit darüber bekommen, wie hoch im Einzelfall ein Ordnungsgeld dann ausführen soll.
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, es hat sich bei den vielen Beratungen der jüngsten Vorgänge leider erwiesen, dass mittlerweile auch gegenüber den Mitgliedern des Bundestages wirksame Sanktionen zur Durchsetzung der Hausordnung erforderlich sind. Das hat es früher so nicht gegeben. Ich sage das nochmal, es ist eine beschämende Erkenntnis, aber ich bitte dennoch um Zustimmung. Das Wort hat der Abgeordnete Jens Meyer für die AfD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, wenn es nicht unbedingt notwendig ist, ein Gesetz zu erlassen, dann folgt daraus, dass es unbedingt notwendig ist, kein Gesetz zu erlassen. Die hier geplante Änderung des Abgeordnetengesetzes ist nicht nur nicht unbedingt notwendig, sie ist nicht mal notwendig, sie ist völlig überflüssig und deshalb sollte sie unterbleiben. Richtig ist, dass es im November 2020 Störungen des Parlamentsbetriebs gegeben hat. Richtig ist, dass die Störer über zwei Abgeordnete der AfD ins Haus gelangt sind. Das ist der Sachverhalt. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass es schon zu ähnlichen Störungen in der Vergangenheit über Abgeordnete der Linkspartei gekommen ist. Damals sah man aber offenbar keinen Handlungsbedarf. Nun aber will man die Gelegenheit nutzen, um auf populistische Weise AfD-Beschimpfung betreiben zu können. Das stand ja hier vorhin im Mittelpunkt. Das haben wir ja gehört. Schließlich stehen Wahlen an. Es sollen sich hier mal alle fragen, ob der Preis für diese populistische Aktion nicht unangemessen hoch ist. Jeder hier im Raum unterliegt nämlich in weiterer Folge plötzlich einem Regime, bei der auf der Tatbestandsseite gar nicht klar ist, wann man Sanktionen zu befürchten hat, weil die Norm viel zu unbestimmt ist. Ich zitiere aus dem Entwurf, § 44e Ordnungsmaßnahmen gegen Mitglieder, Absatz 1. Wegen einer nicht nur geringfügigen Verletzung der Ordnung oder der Würde des Bundestages bei dessen Sitzung kann der Präsident gegen ein Mitglied des Bundestages ein Ordnungsgeld in Höhe von 1.000 Euro festsetzen. Im Wiederholungsfall erhöht sich das Ordnungsgeld auf 2.000 Euro. Absatz 2, Satz 1. Wegen einer nicht nur geringfügigen Verletzung der Hausordnung des Bundestages kann der Präsident gegen ein Mitglied des Bundestages ein Ordnungsgeld in Höhe von 1.000 Euro festsetzen. Würde des Bundestages, ja, Hausordnung, nicht nur geringfügig, das sind alles unbestimmte Rechtsbegriffe, die dem Bestimmtheitsgebot in ihrer Gesamtheit nicht genügen. Es wird auch nicht zwischen Vorsatz und Fahrlässigkeit unterschieden. Offenbar ist da alles egal. Klar ist nur der Sanktionsrahmen. 1.000 Euro bei der ersten Tat, 2.000 Euro bei der Wiederholungshandlung. Ja, für viele da draußen sind 1.000 Euro viel Geld. Das dürfte aber wohl nicht für die Mitglieder der Regierungsparteien gelten, wenn man sich vergegenwärtigt, dass der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der CDU-CSU-Fraktion Nüßlein nach den Ermittlungen der Generalstaatsanwaltschaft München im Verdacht steht, sich durch Missbrauch seines Mandats ein Zubrot in Höhe von 600.000 Euro an der Steuer vorbei verdient zu haben. Da würde ich sagen, der Mann kann es hier mal richtig krachen lassen in diesem Hohen Hause. Für den sind 1.000 Euro Peanuts. Da kann man mal über die Stränge schlagen. Herr Amthor, der junge Mann aus MacPom, ist noch nicht so weit. Er muss da noch etwas üben. Mit seinen Optionen kommt er da noch nicht heran an die 600.000 Euro. Aber ich bin sicher, er wird es auch mal zum stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden in der CDU-Fraktion schaffen. Damit ist auch klargestellt, gegen wen sich der Sanktionskatalog richten soll, nämlich gegen die in Anführungsstrichen Geringverdiener hier. Das sind die, die aus idealistischen Motiven in diesem Hohen Hause ihre Pflicht tun, die meint man unter Kontrolle halten zu müssen. In dem neuen § 44e Absatz 3 Abgeordnetengesetz soll übrigens das Bundesverfassungsgericht für die rechtliche Überprüfung der Sanktionen zuständig sein. Als wenn die Richter des Bundesverfassungsgerichts nichts Besseres zu tun hätten, als sich um Sachverhalte und Sanktionen zu scheren, die normalerweise am Amtsgericht in einer 10-Minuten-Verhandlung behandelt werden. Die Verfassungsrichter werden sich bedanken für diese Arbeit. Ja, insgesamt kann man diesen Gesetzentwurf nur ablehnen. Er ist völlig daneben. Vielen Dank.
Das Wort hat Dr. Matthias Bartke für die SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Ordnungsmaßnahmen des Sitzungspräsidiums gegenüber Parlamentariern sind so alt wie der Parlamentarismus selber. Manchmal sind Ordnungsmaßnahmen so, dass sie regelrechte Staatskrisen auslösen. 1949 in einer der ersten Sitzungen des Bundestages bezeichnete Kurt Schumacher Konrad Adenauer als Kanzler der Alliierten. Dafür wurde er für 20 Sitzungstage ausgeschlossen. Manchmal sind die Anlässe für Ordnungsmaßnahmen aber auch durchaus lustig. So gibt es ein ganzes Buch über Herbert Wehner, das den Titel trägt Ordnungsrufe. Den Inhalt können Sie sich lebhaft vorstellen. Da ist zum Beispiel zu lesen, dass er in einer Rede die Hälfte der Anwesenden als Trottel bezeichnete. Dafür kassierte er natürlich sofort einen Ordnungsruf. Daraufhin entschuldigte er sich und sagte, ich nehme das zurück. Die Hälfte der hier Anwesenden sind keine Trottel. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es gibt viele lustige Begebenheiten, die der Parlamentsbetrieb zuweilen mit sich bringt. Der Anlass für unseren heutigen Gesetzentwurf, Herr Schnieder hat es gesagt, zum Ordnungsrecht im Bundestag ist leider überhaupt nicht lustig. Wenn man sich den Katalog der Ordnungsmaßnahmen in der Geschäftsordnung und im Abgeordnetengesetz anschaut, so stellt man fest, dass sich alle auf den Plenarbetrieb beziehen. Das ist so seit Anbeginn der Republik. Niemand konnte sich in den letzten 70 Jahren vorstellen, dass es einmal notwendig werden würde, außerhalb der Plenarsitzung Ordnungsmaßnahmen gegen Abgeordnete verhängen zu müssen. Nun, niemand konnte sich früher auch vorstellen, dass eine Partei wie die AfD wieder ins Parlament einziehen würde. Hintergrund des Gesetzentwurfs sind natürlich die Ergebnisse rund um die Debatte zum dritten Bevölkerungsschutzgesetz am 18. November. AfD-Abgeordnete dieses Parlaments haben wissentlich und willentlich Randalierer in das Hohe Haus gelassen. Ein Abgeordneter rief die Demonstranten per Video dazu auf, sich Abgeordnete, Zitat, zu krallen. Glücklicherweise ist niemand zu Schaden gekommen. Was rechter Mob anrichten kann, das wissen wir in Deutschland ganz genau. Und ganz sicher wissen wir das auch nicht erst, seitdem Donald Trump den rechten Mob zum tödlichen Sturm auf das Kapitol aufrief. Dass viele der AfD-Anhänger von so etwas wie diesen Sturm träumen, dürfte leider die traurige Wahrheit sein. Die Gefahr, dass Abgeordnete zu einem solchen Sturm auch auf den Bundestag beitragen, ist seit dem 18. November leider ziemlich real. Und deshalb schlagen wir die vorliegende Ergänzung des Abgeordnetengesetzes vor. Künftig soll das Bundestagspräsidium Ordnungsmaßnahmen auch außerhalb von Sitzungen verhängen dürfen. Herr Mayer, Sie bemängeln, dass die Formulierung nicht geringfügige Verletzung im neuen 44e Absatz 2 in unserem Gesetzentwurf zu unbestimmt sei. Die Formulierung ist aber exakt übernommen aus § 44a des Abgeordnetengesetzes, der die Ordnungsgelder bei Plenardebatten regelt. Seit Bestehen des § 44a hat noch nie jemand Anstoß an dieser Formulierung genommen. Aber jetzt ganz plötzlich? Nein, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist völlig offensichtlich, diese Kritik ist vorgeschoben. Dass eine solche Kritik von Ihnen, von der AfD kommt, ist ja wahrlich nicht weiter verwunderlich. Verwunderlich ist es aber schon, dass die Linke ganz offenbar ins gleiche Horn stoßt. Liebe Linke, der AfD-Beifall ist Ihnen sicher. Ich finde das ziemlich befremdlich. Aber die gute Nachricht zum Schluss. Seit gestern ist die AfD vom Verfassungsschutz als rechtsextremistischer Verdachtsfall eingestuft. Die Funke Mediengruppe schrieb dazu heute Morgen, die AfD hat sich die Einstufung als Verdachtsfall redlich verdient. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das kann jeder hier im Haus bezeugen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, der Ihnen vorliegende Gesetzentwurf macht eines deutlich. Wir haben nicht nur ein wehrhaftes Grundgesetz, wir haben auch ein wehrhaftes Parlament. Ich bitte um Zustimmung. Ich danke Ihnen. Das Wort hat der Kollege Dr. Marco Buschmann für die FDP-Fraktion.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Schande! Es war eine Schande, was hier am 18. November im Parlament passiert ist. Dass Mitglieder dieses Hauses und Mitglieder der Bundesregierung im Gebäude des Reichstags belästigt, bedrängt und beschimpft worden sind, das ist eine Schande und es gibt kein besseres Wort dafür. Denn Schande bedeutet jede Tat, die die Ehrlosigkeit des Täters zeigt oder die die Ehre der Opfer verletzt. Die AfD-Abgeordneten Udo Hemmelgarn und Peter Bistron haben die Störer hier ins Haus gelassen, die Mitglieder dieses Hauses bedrängt, beschimpft und beleidigt haben. Und wer wollte ernsthaft in Zweifel ziehen, dass es ehrlos ist, solche Leute hier ins Haus zu lassen? Wer wollte ernsthaft hier in Zweifel ziehen, dass es die Mitglieder der Bundesregierung und die Mitglieder dieses Hauses, die betroffen waren, in ihrer Ehre verletzt haben? Und wer, was das Schlimmste ist, wollte ernsthaft in Zweifel ziehen, dass das die Würde des demokratisch gewählten Parlaments verletzt hat? Kurz, es ist eine Schande! Ja, und jetzt wird so getan, als ob das irgendwie so eine spontane Nachlässigkeit gewesen sei. Es war ja alles gar nicht so schlimm gewesen. Wer soll Ihnen das eigentlich glauben? Wer soll Ihnen das eigentlich glauben am Tag 1, nachdem der Verfassungsschutz die AfD bundesweit zum rechtsextremistischen Verdachtsfall eingestuft hat? Hemmelgarn und Bistron haben doch genau eine Taktik verfolgt, eine uralte rechtsextremistische Taktik verfolgt. Und diese uralte Taktik hat der große Dichter Stefan Zweig in seinen Lebenserinnerungen wie folgt beschrieben, und ich zitiere: Immer nur eine Dosis und nach der Dosis eine kleine Pause. Immer nur eine einzelne Pille und dann einen Augenblick abwartend, ob sie nicht zu stark gewesen. Zitat Ende. Wissen Sie, was die eigentliche Botschaft dieses Gesetzentwurfs ist? Wir haben genug bittere Pillen ihres schändlichen Verhaltens geschluckt. Die Dosis ihres schändlichen Verhaltens ist uns jetzt schon zu stark. Die Botschaft dieses Gesetzentwurfs ist, dass wir eine Grenze ziehen und sie mit Sanktionen bewähren. Denn unsere Demokratie ist wehrhaft. Das Wort hat der Kollege Friedrich Stretmanns für die Fraktion Die Linke. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, was wir gerade beraten, hat einen äußerst ernsten Hintergrund. Im letzten Jahr wurde Berlin regelmäßig von Protesten gegen die Corona-Maßnahmen heimgesucht, denen rechtsradikale Kräfte zunehmend ihren Stempel aufdrückten. Nachdem es diesen im August gelang, symbolträchtig die Treppe zum Reichstagsgebäude zu stürmen und dort die Fahnen des zu unser aller Glück untergegangenen Kaiserreichs zu schwenken, sollte es im November noch schlimmer kommen. Am Tag der Abstimmung über das Infektionsschutzgesetz versuchten Teilnehmer dieser Proteste den Bundestag zu blockieren, allerdings weitgehend ohne Erfolg. Darüber müssten wir jetzt aber nicht diskutieren, wenn nicht Mitglieder der AfD Teilnehmerinnen und Teilnehmer in das Gebäude des Bundestages geschleust hätten, die in der Folge Mitglieder des Bundestags und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter massiv bedrängten und versuchten, diese einzuschüchtern. Aus den Reihen der AfD wurde geäußert, Angehörigen ihrer Fraktion sei da etwas entglitten. Aber davon dürfen wir uns nicht täuschen lassen. Diese Truppe macht das sehr bewusst. Nun zum Inhalt des vorliegenden Entwurfs. Zunächst möchte ich festhalten, dass der Bundestag ein offenes Haus der Demokratie bleiben muss. Um dies zu gewährleisten, müssen wir sicherstellen, dass das Verhalten von gewählten Abgeordneten die Funktionsfähigkeit des Bundestages nicht beschränkt. Das Ziel ist folglich richtig.
aber der Weg falsch. Vor der Einführung neuer Sanktionstatbestände, vor allem für Abgeordnete, muss zunächst die bessere Durchsetzung der vorhandenen Regeln, etwa auch der Hausordnung zur Begleitung der Gäste, stehen. Dafür braucht man kein Ordnungsgeld, sondern Personal. Denkbar wären auch Nachjustierungen der Hausordnung, etwa der Beschränkung auf 6 Besucher, also der 6-Personen-Regel. Dazu wären wir bereit. Selbst eine Sanktionsmöglichkeit für Abgeordnete als letzter Schritt wäre für uns denkbar. Nicht aber mit einem so weiten, unbestimmten Tatbestand, sondern nur für schwerwiegende und ausdrücklich bestimmte Hausordnungsverletzungen. So, wie Sie es nun regeln wollen, ist nicht hinreichend vorhersehbar, welches Verhalten zu einer Sanktion führen kann. Das ist aber notwendig, allein schon aus verfassungsrechtlichen Gründen. Dazu kommt, dass wir bei der starren Höhe des Ordnungsgeldes Verstöße unterschiedlicher Qualität nicht differenziert behandelt werden können. Auch das ist für mich ein schwerwiegender Mangel. Insofern folgerichtig stellen Sie die Verhängung des Ordnungsgeldes in das Ermessen des oder der Bundestagspräsidenten, Präsidentin. Das wird, so fürchte ich, zu Diskussionen über die Einzelfälle führen, die diese rechte Truppe absehbar produzieren wird und die sie dann mit Schmutzkampagnen gegen den Präsidenten oder die Präsidentin begleiten wird. Das Ziel Ihres Gesetzentwurfs teilen wir ohne Abstriche. Deshalb finde ich es sehr schade, dass wir nicht zu einer gemeinsamen Lösung gekommen sind. Vielen Dank. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen hat nun die Kollegin Britta Hasselmann das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ja, jede und jeder von uns hätte sich gerne die Änderung, glaube ich, des Abgeordnetengesetzes an dieser Stelle erspart. Es ist aber so, dass wir jetzt zum Ende der Legislaturperiode hin ja 4 Jahre oder 3,5 Jahre Erfahrung gemacht haben mit dieser Fraktion am rechten Rand in diesem Parlament. Und, meine Damen und Herren, wir haben hinreichend Erfahrung gesammelt. Am 18.11. Niemand hier im Haus wird diese Vorgänge vergessen, meine Damen und Herren. Sie sicher auch nicht, Frau von Storch, denn Sie waren ja mittendrin. Niemand wird diese Vorgänge vergessen. Ich kann nur sagen, die Geschehnisse am 18.11.2020 im Bundestag waren gravierend. Die von der AfD eingeschleusten Personen wollten offensichtlich die freie Mandatsausübung der Abgeordneten und die Funktionsfähigkeit des unteren Parlaments stören. Das ist ein schwerwiegender Vorgang, meine Damen und Herren. Und jede und jeder von Ihnen muss wissen, wer Abgeordnete versucht einzuschüchtern, greift diese Demokratie an, meine Damen und Herren. Und das müssen wir deutlich sagen. Und, meine Damen und Herren, die gemeinsame Antwort am 18.11. und darüber, meine Damen und Herren, war ich sehr froh, war die, bei aller Unterschiedlichkeit in der Sache und hartem Streit im Parlament, hier, dem Ringen um viele Fragen, haben wir an der Stelle zusammengestanden und wussten genau, was es bedeutet, an der Stelle klarzumachen, bis hierhin und nicht weiter, meine Damen und Herren. Und das ist wichtig, ganz wichtig. Und genau diese Art, das Parlament mit destruktiven und antiparlamentarischen Angriffen zu überziehen, das hat doch Methode, meine Damen und Herren, bei der AfD. Wir erleben es Sitzungswoche für Sitzungswoche. Ob die Verächtlichmachung demokratischer Institutionen, Zersetzung hat Methode bei Ihnen. Und deshalb sehen wir uns veranlasst, in der Hausordnung jetzt Veränderungen vorzunehmen. Die werden wir noch diskutieren. Aber vor allen Dingen jetzt erstmal in Abgeordnetengesetz
die Möglichkeit eines Ordnungsgeldes auch für Abgeordnete vorzusehen, bei nicht nur geringfügigen Verstößen. Und meine Damen und Herren, da verstehe ich jetzt die Kolleginnen und Kollegen der Linken nicht, denn bisher hatten sie kein Problem mit dem 44a. Wir haben das auch im 44a geregelt. Genau so. Und natürlich weiß jeder, dass wir das nicht bei jeder kleinen Lappalie machen, sondern ganz klar geregelt und mit Maßstab, meine Damen und Herren. Und ich finde es bedauerlich, dass wir das überhaupt machen müssen. Aber es scheint doch ganz offenkundig notwendig zu sein. Und für diejenigen, die es schon vergessen haben, wir haben auch schon andere Dinge machen müssen durch die Erfahrung mit Ihnen. Nicht umsonst haben wir im Juni 2020 die Hausordnung dahingehend geändert, meine Damen und Herren, dass wir plötzlich das Mitbringen von Waffen ausdrücklich verbieten mussten. Da ist dieses Parlament in seiner ganzen Geschichte nicht drauf gekommen, zumindest in unserer demokratischen gemeinsamen Geschichte nicht drauf gekommen. Das hatte einen Anlass, und das wissen Sie. Wir haben die Hausordnung im Hinblick auf die Frage des Mitbringens von Waffen geändert, weil klar ist, dass es ein Gefährdungspotenzial gibt, und das geht von Ihnen aus, und da muss man klar einen Riegel davor schieben. So, den sachlichen Inhalt oder substanziellen Inhalt des Zwischenrufes von Frau von Storch kann ich im Moment hier nicht überprüfen, aber ich nehme erstmal zur Kenntnis, dass hier Behauptungen in den Raum gestellt werden, die wahrscheinlich auch noch zu weiteren Debatten in den dafür vorgesehenen Gremien Anlass geben werden. Das Wort hat nun Dr. Sensburg für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, das hat es bisher noch nicht gegeben. In allen Legislaturperioden vorher, dass es ein Ordnungsgeld geben muss für Verstöße von Abgeordneten gegen die Hausordnung außerhalb dieses Plenarsaals. Jetzt ist das leider so. Die Vorgänge, die wir erlebt haben im November, aber auch im Sommer, zwingen uns dazu, auch über diese Regelung zu diskutieren und sie einzuführen. Und deswegen ist das, was wir hier heute vorschlagen und beschließen werden, hoffentlich mit breiter Mehrheit, auch der richtige Weg. Denn dieses Parlament soll handlungsfähig sein. Das Parlament ist ein Ort für die Auseinandersetzung mit Worten, mit Argumenten, im Diskurs auch streitig, aber nicht durch das Bedrängen von Kolleginnen und Kollegen, durch das Nötigen, durch das Filmen, das dazu führt, dass man irgendwann in diesem Haus eine Stimmung, ein Klima der Angst hat. Das kann nicht das Ziel sein. Und ich wundere mich schon sehr, bei Ihnen nicht so, aber lieber Kollege Stretmanns, ich schätze Sie wirklich, zu sagen, unbestimmte Rechtsbegriffe und der Ausdruck nicht nur geringfügig, das wäre nicht richtig. Also, Frau Kollegin Hasselmann und andere Vorredner haben schon auf das Abgeordnetengesetz hingewiesen. Aber wenn Sie einfach nur mal googeln, unbestimmter Rechtsbegriff nicht nur geringfügig, dann kriegen Sie seitenweise Gesetze, wo dieser unbestimmte Rechtsbegriff geregelt ist. Frau Präsidentin. Gestatten Sie eine Frage oder Bemerkung des Kollegen Stretmanns? Liebend gerne. Ich diskutiere gerne über unbestimmte Rechtsbegriffe, was die bedeuten. Das mache ich in meinem vorherigen Beruf stundenlang. Herr Kollege. Ja, vielen Dank. Sie haben mich jetzt gerade direkt angesprochen. Darum habe ich mich bemüßigt gefühlt, ein paar Anmerkungen zu machen. Erstens habe ich, glaube ich, in meiner Rede deutlich zum Ausdruck gebracht, dass wir das Ziel teilen, aber den Weg für falsch halten. Das ist ein großer Unterschied zu dem, wie auch sich der Redner der AfD hier präsentiert hat. Bitte ich nur fürs Protokoll festzuhalten. Zweiter Punkt, und der ist uns sehr wichtig. Wir haben bei dieser Rechtsänderung, über die unbestimmten Rechtsprüfungen jetzt nicht keine juristische Diskussion führen, wir haben da eine grundsätzliche Änderung. Bei der alten Fassung des Abgeordnetengesetzes, da ging es um das Verhalten direkt in der Sitzung.
das quasi auf der offenen Bühne nachvollziehbar beanstandet wird. Bei dem Verstoß gegen die Hausordnung, da haben wir quasi eine räumliche Verlagerung in einen Bereich, wo eben keine Sitzungsaufsicht und keine Kontrolle stattfindet. Und das ist der wesentliche Unterschied, warum wir Bedenken haben, dass es zielführend ist, wenn man auf die Ferne einen Sachverhalt beurteilen will. Und der letzte Punkt, und das zieht sich durch unsere Kritik auch bei allen Strafrechtsverschärfungen, wir warten immer darauf, dass einmal ausprobiert und evaluiert wird, was am Ende überhaupt notwendig ist zu verändern. Und wir hätten uns hier gewünscht, statt eine übertriebene Eile erstmal abzuwarten, wie die eingeleiteten Ordnungswidrigkeitenverfahren ausgehen. Danach waren wir auch immer bereit, weiter zu diskutieren. Lieber Kollege Stretmanns, ich schätze Sie und ich merke, wie schwer es Ihnen fällt, zu argumentieren, dass Sie gemeinsam mit der AfD stimmen hier. Und die Argumente haben Sie ja jetzt gar nicht gebracht. Es geht nicht um eine Verschärfung, es geht um eine Neuregelung einer Lücke, nämlich der Lücke, die durch das Verhalten insbesondere der AfD, aber auch im Sommer, das muss man ehrlich sagen, durch Vertreter Ihrer Fraktion entstanden sind, dass nämlich hier Abgeordnete es zugelassen haben, dass außerhalb des Plenarsaals, aber in diesem Gebäude drastische Verstöße gegen die Hausordnung stattgefunden haben und der parlamentarische Ablauf, der Austausch von Argumenten, der Diskurs, diese Freiheit des politischen Diskurses beschränkt, bedrängt und nicht mehr möglich gemacht wurde. Das müssen wir jetzt regeln. Um Strafverschärfung geht es gar nicht. Es geht übrigens sowieso um Ordnungswidrigkeiten, das ist juristisch sowieso ganz was anderes. Also von daher, ich verstehe, dass Sie sich jetzt hier winden. Ich hätte mich aber gefreut, dass Sie nach dem, was im November passiert ist, was, glaube ich, noch eine deutliche Stufe drastischer gewesen ist, als wir in allen Zeiten vorher in vorherigen Legislaturperioden erlebt haben. Und Entschuldigung, Herr Stretmanns, dass ich ganz kurz bei der Antwort an Sie noch auf das Zeichen von Frau von Storch eingehe. Bei dem, was da passiert ist, gerade ein Gähnen hier zu machen, das ist nicht okay. Sie sollten sich hier bei der Würde dieses Hauses, die wir hier gerade schützen wollen, nicht so despektierlich verhalten. Sie verhalten sich so, als wäre Ihnen dieses Haus nichts wert. Und wenn ich dem Kollegen Stretmanns gerade etwas sage, dann könnten auch Sie zuhören. Das ist nicht schlimm, Frau Kollegin. Also Ihre Antwort ist guten Abend. Danke schön, Frau Präsidentin. Ich wusste gar nicht, dass ich so lange geredet habe, dass schon die Präsidentin gewechselt hat. Ich habe aber noch 2 Minuten. Ich möchte daher sagen, dass dieses Gesetz auch gut formuliert ist. Der unbestimmte Rechtsbegriff, ein unbestimmter Rechtsbegriff ist, den viele Gesetze nutzen, nicht nur geringfügig. Das ist ein unbestimmter Rechtsbegriff, der sehr bekannt ist, der durch Gerichte ausgelegt ist. Wir haben eine klare Regelung, was das Ordnungsgeld betrifft. Und wir haben auch die Notwendigkeit, diese Regelung zu treffen. Ich freue mich, dass eine breite Mehrheit hier gesagt hat, wir brauchen Wehrhaftigkeit, ein Parlament der Argumente, kein Parlament des Bedrängens, wodurch das Hereinlassen oder andere Aktionen das freie Wort, das die Demokratie lebt, nämlich nicht beschädigt werden kann. Ich freue mich, dass eine breite Mehrheit dieses Gesetz unterstützt. Und abschließend muss ich sagen, dass Sie dann auch noch auf der anderen Seite sagen, das wäre gar nicht genug an Ordnungsgeld. Wir können es ganz einfach machen. Verhalten Sie sich demokratisch, wie Abgeordnete des Deutschen Bundestages. Dann brauchen wir hier drüber gar nicht lange reden. Stimmen Sie doch einfach zu. Dankeschön. Vielen Dank, Dr. Sensburg. Schönen guten Abend, liebe Kolleginnen und Kollegen. Da ist ja was los. Ich danke Ihnen. Nächster Redner für die SPD-Fraktion, Dirk Wiese. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Debatten, die wir hier im Deutschen Bundestag führen, die wir auch in der letzten Legislaturperiode geführt haben, auch davor, auch mit den Verweisen auf Herbert Wehner aus früheren Zeiten, die waren hart in der Sache, die waren
teilweise auch heftig, aber sie waren trotz aller Streitigkeiten, die es durchaus am Rednerpult bei den unterschiedlichsten Argumenten gegeben hat. Frau Hasselmann, wir beide streiten uns auch manchmal, weil Sie vergessen, dass Sie in 11 Landesregierungen regieren. Aber wir streiten trotzdem hart in der Sache hier an dem Punkt. Und es ist trotzdem von Respekt geprägt. Es ist von Respekt geprägt in der Auseinandersetzung. Es ist auch von Anerkennung geprägt, wenn jemand auch mal ein besseres Argument hat und man vielleicht auch bei der einen oder anderen Debatte auch mal das Nachsehen hat. Aber das ist ein Umgang unter Demokraten, ein Umgang, die wissen, was es bedeutet, hier Mitglied in diesem Parlament zu sein, hier Mitglied im Deutschen Bundestag zu sein, in der Institution Deutscher Bundestag. Aber das, was wir erlebt haben, was hier schon mit den bekannten Daten genannt worden ist, das war ein Angriff auf die parlamentarische Demokratie. Das war ein Angriff auf die Funktionsfähigkeit dieses Parlaments. Und wenn wir nicht mehr das Argument gelten lassen, nicht mehr den Streit am Rednerpult gelten lassen, sondern wenn wir es gelten lassen, dass Abgeordnete auf dem Weg hierhin zu einer Debatte, zu einer Abstimmung eingeschüchtert werden, bedrängt werden, in ihren eigenen Büros aufgesucht werden, dann sind diejenigen, die dafür verantwortlich sind, nicht mehr auf diesem Boden der Demokratie. Und das gilt für Ihre Fraktion, und das haben Sie mit Mitgliedern Ihrer Fraktion gezeigt. Seit gestern wissen wir auch, dass Sie ein Verdachtsfall sind. Sie sind ein Verdachtsfall, weil Sie offen gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung dieses Landes, dem Konsens dessen, was in unserem Grundgesetz niedergeschrieben steht, aktiv agieren. Sie können nicht mehr sagen, dass Sie nur noch eine Fassade sind. Nein, Sie sind, und das hat sich jetzt offen gezeigt, an vielen Stellen der Wolf im Schafspelz, der hier hervorkommt, der sich immer mehr in Ihren eigenen Reihen durchsetzt. Und dagegen müssen wir antreten, weil aus Worten Taten werden können. Aus Worten können Taten werden. Wir haben das leider im letzten Jahr gesehen, was Hass und Hetze auch bewirken können, was diese Verschiebung des Diskurses auch letztendlich bewirken kann. Und darum ist es so wichtig, dass diese Demokratie wehrhaft ist, dass wir auch mit einem wehrhaften Demokratiegesetz neben dieser heutigen wichtigen Gesetzesänderung vorankommen, dass wir auch ein klares Zeichen setzen gegen die Anfänge, gegen Hass und Hetze im Netz, hiergegen auch vorgehen. Das ist aus meiner Sicht das Entscheidende. Und ich plädiere auch dafür, trotz aller Vorkommnisse, dass wir gemeinsam weiter dafür streiten, dass dieser Deutsche Bundestag ein offener Ort bleibt, dass er sich nicht abschottet mit Mauern, mit Zäunen, wie wir es am Kapitol sehen. Ihr Fanclub übrigens, wenn ich Frau von Storch sehe, in erster Reihe als Vorsitzende des Donald-Trump-Fanclubs. Diesen Ort will ich nicht. Ich möchte ein offenes Parlament, und ich möchte nicht diese Bilder sehen, wie wir sie im Kapitol gesehen haben. Das wäre der falsche Weg. Und bei allem, was ich ausgeführt habe, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Linken, ich glaube, Sie sollten noch mal überlegen und über Ihren Schatten springen. Ich glaube, es wäre ein Zeichen, wenn Sie auch heute Abend hier mitstimmen würden, Herr Stretmanns. Ich weiß, dass Sie es gerne tun würden, dass Sie vielleicht mit dem einen oder anderen Kollegen auch es tun würden. Überlegen Sie noch mal, denken Sie nach. Es wäre ein Zeichen für unsere Demokratie, wenn wir das gemeinsam heute Abend auf den Weg bringen würden. Vielen Dank, Dirk Wiese. Ich danke Ihnen, und der letzte Redner in dieser Debatte, Michael Frieser für die CSU-CDU-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, natürlich ein neuer Tiefpunkt in unserer parlamentarischen Geschichte, in dieser Legislatur. Ich hoffe mal, zumindest in absehbarer Zeit einer der letzten, aber auch erwartbar. Verletzung von Regeln als Vorsatz. Es ist immer derselbe Ablauf. Zuerst der Tabubruch, aufrufen, Abgeordnete richtig mal zu bedrängen und einzuschüchtern. Hinterher die Verkleinerung, das Verniedlichen, die halbseidene Entschuldigung. Immer derselbe Ablauf. Wenn wir glauben, wir könnten mit Appellen daran, es ginge um die Würde dieses Hauses, es ginge um die Würde des Souveräns, derjenigen, die in freier Wahl gewählt wurden. Ja, wenn aber doch die Absicht genau die ist, diese Würde nicht haben zu wollen, sie diesem Parlament nicht zukommen zu lassen, weil man es und damit die Demokratie unterminieren will, sind unsere Appelle wohl auch etwas fehlgeleitet. Und letztendlich muss man schon deutlich sagen, dieser Angriff auf den Einzelnen unter uns, der das ganze Haus betrifft, der ein Angriff ist auf die freie Rede, das freie Mandat,
Auf diesem Boden haben Menschen ihr Leben gelassen, um dieses freie Mandat, die freie Rede, den freien Staat zu erreichen. Das in Angriff zu stellen, das ist das eigentliche Drama. Und deshalb zu sagen, mit Appellen, glaube ich, kommt man nicht weiter. Dort, wo der Verstand eben aufhört und die Vernunft nicht ausreicht, helfen nur an dieser Stelle Sanktionen. Und in die andere Richtung gefragt, ehrlich, das soll die Argumentation sein, der unbestimmte Rechtsbegriff, wie hilflos muss das sein? Egal in welche Richtung dieses Hauses, bin ich mir sicher, Sie werden durch Einzelfälle schon dafür sorgen, dass die Juristerei in diesem Land genug Möglichkeiten hat, auch diese unbestimmten Rechtsbegriffe auszufüllen. Da habe ich keinerlei Sorge, glauben Sie mir. Aber am Ende des Tages geht es darum, wehrhafte Demokratie setzt eben voraus, dass sie gerade in Tiefpunkten, wo man nie daran gedacht hätte, dass man sie irgendwann einmal braucht, eben auch dann hervorholt, um die Zielrichtung deutlich zu machen. Nicht zu sagen, wir müssen dieses Haus verteidigen, sondern deutlich zu sagen, hier steht mehr im Feuer als die Frage des unbeeinträchtigten Gehens von A nach B in einem Parlament. Nein, hier geht es eben genau darum, dass wir darauf hinweisen, es kommt darauf an, das Mandat ist frei, die Rede und der Streit auch. Deshalb müssen wir uns auf diesen Weg dazu schützen. Überlegt es euch noch mal, stimmt besser zu. Vielen Dank. Vielen Dank, Michael Frieser. Damit schließe ich die Aussprache. Wir kommen zur Abstimmung über den von den Fraktionen der CDU, CSU und SPD eingebrachten Gesetzentwurf zur Änderung des Abgeordnetengesetzes, Einführung eines Ordnunggeldes. Der Ausschuss für Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsordnung empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 26/848 den Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU, CSU und SPD auf Drucksache 26/540 anzunehmen. Ich bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf zustimmen wollen, um das Handzeichen. Dankeschön. Wer stimmt dagegen? Dankeschön. Enthaltungen? Der Gesetzentwurf ist damit in zweiter Beratung angenommen. Zugestimmt haben die Fraktionen der SPD, von Bündnis 90 die Grünen und CDU/CSU. Dagegen gestimmt haben und die FDP. Sorry. Nochmal. Hätten die gar nicht gemerkt. Ganz ruhig. Also. Angenommen. Zugestimmt haben die Fraktionen der SPD, von Bündnis 90 die Grünen, von CDU, CSU und FDP. Dagegen gestimmt hat die Fraktion der AfD und große Teile der Fraktion der Linken. Und es gab in der Fraktion der Linken zwei Enthaltungen. Dritte Beratung und Schlussabstimmung. Ich bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf zustimmen wollen, sich zu erheben. Dankeschön. Wer stimmt dagegen? Dankeschön. Wer enthält sich? Dankeschön. Der Gesetzentwurf ist angenommen. Zugestimmt haben die Fraktionen von SPD, Bündnis 90 die Grünen, CDU, CSU und FDP. Dagegen gestimmt hat die Fraktion der AfD und große Teile der Fraktion Die Linken. Und drei Kolleginnen und Kollegen der Linken haben sich enthalten. Damit ist der Gesetzentwurf angenommen.